Public-Private Partnership bietet weitreichende Chancen für die mittelständische Bauwirtschaft. Elmar Halbach-Felken, Geschäftsführer der Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmen, zeigt in seinem Vortrag diese Chancen auf, blendet aber die Risiken nicht aus. Das heißt, hier geht es um die langfristig angelegte Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit privaten Investoren im Rahmen der Beauftragung von Planungs-, Bau-, Betriebs- und Finanzierungsleistungen. Wenn ich als Vertreter der BVMB vom Mittelstand und dessen Beteiligung an PPP spreche, dann meine ich den Mittelstand, der an den PPP-Projekten als Hauptauftragnehmer beteiligt ist. Das heißt also, der entweder selber alles macht oder aber sich Partner holt, mit denen er alles macht, aber immer, wie gesagt, dann auf gleicher Augenhöhe und der sozusagen dann in einer Arbeitsgemeinschaft das auch verrichtet. Entweder ganz alleine eben oder aber Arbeitsgemeinschaft. Aber ich meine nicht den Subunternehmer und erst recht nicht den Subunternehmer. Wenn ein Bauunternehmen beispielsweise eine komplette Abteilung einer Fachhochschule oder Universität schlüsselfertig mit einem Volumen im zweistelligen Millionenbereich errichtet hat, wäre dies im Sinne mancher Berater oder Auftraggeber nicht als Schulbau anzusehen. Dass dort technisch gesehen weitaus höhere Anforderungen bestehen als an den Bau einer Schule, ist für den technisch versierten Angebotsauswerter sofort erkennbar, dürfte sich manchem Berater aus dem Sektor von Finanzdienstleistungen aber eher verschließen. Überspitzt formuliert, gemessen an dem Anforderungsprofil, wie es in manchen Vergabebekanntmachungen aufgestellt ist, dürfte ein Unternehmen, das in den letzten 3 Jahren einmal ein Klassenzimmer einer Schule neu gebaut hat und 2-mal kleinere Sanierungsarbeiten an einer Schule ausgeführt hat, leistungsfähiger sein als ein anderes Unternehmen, das zum Beispiel im universitären Bereich oder an anderen Bildungseinrichtungen schlüsselfertig mit erheblichem Bauvolumina erfolgreich war. Ich glaube, es wird deutlich, dass manchmal Ausschreibungen konzipiert werden, die sowohl von den tatsächlichen Gegebenheiten als auch an den technisch vernünftigen Bewertungskriterien weit, weit vorbeigehen. Apropos Bewertungskriterien. Einige Berater erstellen für ihre Auftraggeber Bewertungslisten bzw. eine Bewertungsmatrix, anhand derer die Eignung der Bewerber geprüft wird. Leider wurden Bauunternehmen gerade in der Anfangszeit von PPP auch mit Vergabebekanntmachungen konfrontiert, aus denen zwar hervorging, welche Nachweise hinsichtlich der Leistungsfähigkeit, Fachkunde und Zuverlässigkeit von ihnen verlangt wurden, nähere Angaben hierüber, wie diese Kriterien aber zu gewichten sind, fehlten jedoch. Sinnvoll wäre es von Anfang an gewesen, eine Bewertungsmatrix mit Informationen über die maximal zu erreichende Punktzahl pro geforderten Nachweis bereits in der Ausschreibungsphase für jeden Bewerber erkennbar zu machen. Dann wird nämlich deutlich, wo der Schwerpunkt der Wertung liegt, und es wird dem Bewerber ermöglicht, von vornherein zu erkennen, ob es sich für ihn bei seinen Stärken und Schwächen lohnt, ein Angebot abzugeben. Gott sei Dank ist aber Besserung in Sicht. Inzwischen sind in vielen Ausschreibungen transparente Bewertungskriterien und deren Gewichtung erkennbar. Ein absolutes No-Go, das muss man ganz deutlich sagen, besteht immer dann, wenn Sie sich an PPP-Ausschreibungen beteiligen, Sie kommen aber nicht zum Zuge und kriegen auch kein Feedback. Das ist natürlich eine Sache, die kann so nicht funktionieren. Deswegen appelliere ich immer wieder an die Auftraggeber, und das ist auch ein dicker Stolperstein, wenn denn die Bieter nicht zum Zuge gekommen sind, dann sollte es gerade bei PPP das Mindeste sein, dass man den Unternehmen auch sagt, warum sie denn nicht zum Zuge gekommen sind. Und zwar nicht, warum in Form eines Standardsatzes, der dann angekreuzt wird, wie Sie das teilweise ja kennen, sondern da sollte schon ein bisschen mehr Information fließen, damit derjenige, der sich beteiligt hat, auch dementsprechend daraus lernen kann, damit er den Fehler nicht nochmal begeht, damit er demnächst vielleicht anders kalkuliert, anders gestaltet oder. Aber
überhaupt kein Feedback zu geben, halte ich für absolut sachwidrig und es hilft also keinem einzigen. Deswegen fordere ich immer wieder, es muss ein Feedback geben, damit auch ein Lerneffekt vorhanden ist. Rund um die Uhr auf Sendung www.bauforum24.tv